Hallo, ihr Hübschen. Heute räuchere ich ein Auto aus. Gucken, ob das klappt hier. Lass mal ein bisschen Feuer machen. Ui. Ah, das bringt schon was. Das ist übrigens Salbei-Teeblätter. Ah, ich liebe das ja. Das ist wie Weihnachten. Oh, da, da, da. Ich meine ja überhaupt, Räuchern ist immer gut, auch mit Weihrauch. Also jetzt war ja gestern, also bei uns war ja hier, ich meine, Heiligen Drei Könige, ne? Die waren ja jetzt die letzten Tage wohl unterwegs mit ihren Salbei. Besser gesagt, mit ihren Weihrauch. Aber ich mache das mit Salbei. Ich könnte auch Weihrauch nehmen. Also Weihrauch. Aber ich mache das jetzt so. Und dann gehe ich auch gleich im Kofferraum damit. Aber vorher bin ich jetzt hier. Also ich glaube, hier brauchen wir erstmal noch ein bisschen. Das ist ja cool hier. Ich finde das schön. Ich räuche übrigens jetzt ein neues gebrauchtes Auto aus, was jemand gehört und was ich gedacht habe, das gehört dazu. Und ich gedacht, also ich habe das angeboten und er hat mir die Schlüssel da gelassen oder gegeben und jetzt, es ist noch nicht angemeldet neu wieder, aber es ist halt gekauft und ich räuche halt hier ein bisschen rum, halt hier auch hier unten, also ich mache jetzt auch im Fußraum. Upsala, was ist das denn? Ist irgendwas runtergefallen? Keine Ahnung, was das war. Naja, ich kann euch das mal zeigen. So, ne? Ist im Fußraum jetzt. Räuchert es. Und, nach hinten gehe ich auch gleich. Das zeige ich euch dann. Ich weiß aber nicht, was hier gerade runtergefallen ist. Das ist ein bisschen komisch. Hat irgendwas geplimpert. Ich habe mir auch extra noch Wasser mitgenommen. Natürlich zum Trinken, ne? Also, das finde ich gerade sehr schön hier. So, das geht jetzt alles hoch. Außerdem war das hier ein Raucherauto, nicht ein Räucherauto, aber ich sag mal, wenn hier wird rumgeraucht, ist es auch ein ganz tolles Auto, weil erstens hast du hier einen Tisch oder du kannst drei Sitzer daraus machen hinten. So viel dazu. Ein richtig schönes Auto. Ich habe das mit meinem Auto auch gemacht. Also mit, ich meine, nicht mit, doch mit allen. Nur zu Anfang meines ersten Autos habe ich das nicht gemacht, weil ich da noch nicht so erfahren mit Räuchern war. Also da habe ich einfach was anderes gemacht mit dem Auto. Aber das zweite Auto, mein zweites Auto habe ich auch ausgeräuchert. Ich weiß nicht, ich glaube alleine sogar. Und bei mein drittes Auto, was ich jetzt habe, das blaue, das habe ich mit einer, sag mal, Bekannten zusammen geräuchert. Das war auch sehr interessant. Ich meine, da kann man die hier so, ja, die Energien halt raus, was hier alles so drin ist. Und ich sag mal, ich kommuniziere auch gerne mit Autos. Parkausweis ist ja interessant. Siegeldruck. Das können wir auch rausnehmen. Ich brauche auch keines für 2009. Schon abgelaufen wahrscheinlich. Braucht kein Mensch. Außerdem wohnen wir nicht. Wohnen. Und die Person nicht da, was da drauf steht. Ich denke, dass das Auto hier gute 2 Jahre fahren wird. Mit der schönen neuen Energie hier und so überhaupt. Ich gehe jetzt mal nach hinten. Ui, es ist draußen ganz schön windig. Es ist ganz schön eng hier hinten, muss ich mal sagen.
kann man gar nicht so sitzen, wie man möchte. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr mich jetzt noch hören könnt, aber ist ja nicht so schlimm, ne? Ich meine, es ist ja auch. Ich mach noch mal ein bisschen an. Wobei es ist ja gut am Räuchern hier. So, guck mal. Ich finde das richtig schön hier. So. Ich liebe das Räuchern, Leute. Ich räuche auch meine Wohnung öfters. Das habt ihr ja schon mal gesehen. Ich meine, diejenigen, die jetzt die ganze Zeit meinen Kanal angucken, die sehen ja auch zwischendurch, dass ich zwischendurch mal geräuchert habe wieder. Und die dann auch. Ich nehme gleich den Teller mit nach hinten. Im Kofferraum muss ja auch geräuchert werden. Geh dann gleich ganz nach hinten. So. Ne? Ab in den Kofferraum mit dem Tellerchen. So. So. Meine Güte. Jetzt weiß ich, was da runtergefallen ist. Ach je, ich habe den Schlüssel verloren. Ja, das ist aber schlecht. Oh, jetzt muss ich den Wagenschlüssel finden. Den habe ich runtergeschmissen. Nach der Liste liegt der ja. So was aber auch. Ach ja, das kommt davon. Ich muss jetzt Schlüssel da rausholen. Anja hat den Autoschlüssel verloren. Ich habe den hier reingeschmissen. Fingerspitzengefühl. Scheiße. Ich habe ihn gerettet. Ach Gottchen. Sowas kommt von sowas, ne? So, jetzt habe ich den erstmal dahin gesteckt. So, mein Gott. So, ich räuche auf jeden Fall ganz schön. Hier aus. Jetzt ist aber, es ist sehr windig hier heute.